Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht es an meinem Gesicht und natürlich im Titel habt ihr es schon gelesen. Heute wird geschminkt und zwar wieder, also generell seht ihr heute zwei Looks. Ich schminke heute einen davon und stelle euch folgende Palette vor. Und zwar ganz neu Undergrowth Palette von Cosmic Brushes. Ich freue mich mega darauf. Die ist wunderschön. Ich habe sie bei Monolith bestellt, wie immer. Verlinke ich euch unten. Und das ist die Palette. Sie ist schön. Sie ist grün und gleichzeitig aber auch dezent, hat Erdtöne. Ich glaube, die ist für viele was. Ich denke, viele, viele werden die mögen. Ich liebe sie jetzt schon und ich wette, die ist genauso toll wie immer. Sie ist ja, die Preise von denen sind ja nicht so hoch. Ich weiß gar nicht, was die jetzt gekostet hat. Irgendwas zwischen 30 und 40 Euro, meine ich. Und das ist dafür wirklich gut. Und die Qualität ist meistens auch super. Wir testen das Ganze jetzt. Ich werde jetzt erstens für euch swatchen. Und dann starten wir mit dem ersten Look. Und danach seht ihr noch einen zweiten. Genau. Ich schiebe mal alles hier rüber. Und fange euch an, das zu swatchen. Ich gehe mal in Reihen vor, von oben nach unten. So sehen die Farben auf den Fingern aus. Ich finde sie sehr, sehr schön. Das sind genau meine Farben. Und ich zeige euch das Ganze einmal hier. Das ist die erste Reihe. Sehr schön. Der hier ist natürlich ein bisschen dezenter, aber kann man vielleicht aufbauen. Ich finde den Schimmerton sehr, sehr schön. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Hier sind sie wieder auf den Finger. Oh, dieser hier, ne? Wow, ganz klasse. Den finde ich auch richtig schön. Hier ist ein richtig schön dunkler Ton. Wir gucken mal, wie das Ganze hier aussieht. Da geht es weiter mit den Swatches. Boah, der eine Schimmerton ist mega, oder? Ich finde das auch schön, dass da so ein Schwarzton, er ist nicht tief schwarz, finde ich, sondern hat da halt noch so einen grünen Einschlag gleich drin, aber finde ich richtig, richtig schön. Und das ist die vorletzte Reihe. Auch die hier, die Schimmer sind einfach Wahnsinn, oder? Ganz ehrlich, die sehen richtig klasse aus. Auch die gucken wir uns wieder an. Wow. Wow, Leute, diese Schimmer, ne, die sind einfach heftig schön. So, also macht auch einen super Eindruck. Und dann kommt die letzte Reihe, die ist so ein bisschen mehr nudiger und eher weniger grün. Die gucken wir uns auch noch an. So sieht das Ganze auf den Fingern aus. Ihr seht, so ein bisschen mehr goldig, hier so ein bisschen wärmere Brauntöne. Und die haue ich auch noch hier drunter. Gott, ich kann fast gar nicht mehr, ich bust nichts mehr hin, aber schaffen wir schon noch. So, kompletten Arm ausgenutzt. Das sind die kompletten Swatches. Und ich finde, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich freue mich mega, die Palette jetzt zu benutzen. Wir machen das natürlich so, denke ich, dass wir... Ich möchte natürlich Variationen in dieser Palette zeigen. Deswegen denke ich, mache ich einen grünen Look. Mit dem fange ich heute an, weil das wäre so das, was natürlich diese Palette vor allem hergibt. Ne? Ein paar schöne grüne Looks. Und ich denke, bei dem nächsten Look, den ihr dann im Anschluss sehen werdet, werde ich, denke ich, was Natürliches mit den bräunlichen Tönen schminken. Irgendwie so in die Richtung. Vielleicht kombiniere ich das auch ein bisschen. Leute, ich versuche es eben gerade abzumachen mit einem Feuchttuch. Und ja, die Farben sind nicht schlecht. Also gefühlt geht das gar nicht mehr richtig ab. Aber gut, wir sehen uns jetzt sofort wieder zum ersten Look. So, ich hole euch jetzt ein bisschen näher noch ran, damit ihr mir sehen könnt. Hallo. Ja, die Palette hat keinen Spiegel unter mir oder unter euch. In dem Sinne steht ein Spiegel, da werde ich ein bisschen öfter reingucken. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wie ich vorhin schon gesagt habe, möchte ich heute gerne mit einem grünen Look halt starten.
Dafür schnappe ich mir einen Blendepinsel und ich schaue mal, wohin gehen wir denn heute als erstes? Ich glaube, dieser Ton, den finde ich eigentlich ganz schön. Den werde ich, glaube ich, in die Crease geben. Ich gehe da mal ein bisschen rein, klopfe das Ganze ab, weil ich ja noch nicht weiß, wie kommt das Ganze aufs Auge. Und dann gebe ich das einfach mal in meine Lidfalte und blende das ein bisschen nach oben hin aus. Und ihr seht, es ist direkt Pigment da. So kenne ich das von Cosmic Brushes. Und so liebe ich Cosmic Brushes. Wir machen jetzt hier nicht die kompliziertesten Looks, weil das ist wirklich hier ein Video, wo wir einfach nur die Palette und die Farben austesten wollen. Ich mache jetzt nichts Weltbewegendes, weil das einfach den Rahmen sprengen würde, weil ich euch auch zwei Looks zeige. Dafür kann man dann mal ein eigenes Make-up-Tutorial oder so machen. Aber ja, wir gucken mal. Ich finde die Farbe auf jeden Fall mega. Also es ist eine richtig, richtig schöne Farbe. Bin ich begeistert, aber ich trage sowieso auch gerne grün. Wobei ich tatsächlich, glaube ich, grün am wenigsten Paletten besitze. Hätte ich jetzt so auf Anhieb gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Sehen wir demnächst in meinem Palettensammlungsvideo, ob das überhaupt der Wahrheit entspricht. Aber ich glaube schon. Aber ich trage grün sehr gerne. Aber ich glaube auch tatsächlich irgendwie mit am wenigsten. Also lila, glaube ich, am wenigsten. Obwohl, das hat sich in der letzten Zeit auch geändert. Und grün eigentlich auch, hätte ich jetzt gesagt, ein bisschen weniger. Da frage ich mich, warum. Weil ich finde, grün sieht wunderschön aus. Blende ich das noch ein bisschen nach oben, nehme nochmal nach. Man kann die auch super halt aufbauen. Das ist auch so toll an dieser Marke und deren Shades. Das heißt, es ist halt auch wirklich einfach damit zu arbeiten. Und ich kann euch tatsächlich, ich denke, bei dieser Palette wird es nicht anders sein. Aber für alle, die vielleicht mit Farben anfangen wollen. Und ich sehe gerade, dass meine Foundation hier an der Nase ein bisschen doof sitzt. Für alle, die mit bunten Farben oder es gibt natürlich auch von denen eine natürliche Palette oder so, aber die gerne mit sowas starten wollen, anfängerfreundlich und noch nicht zu teuer oder auch generell mit einer Indie-Brand anfangen wollen, kann ich Cosmic Brushes auf jeden Fall empfehlen. Also da, ich habe jetzt, das ist jetzt glaube ich meine vierte Palette, wenn ich mich nicht täusche. Die drei letzten Releases von denen habe ich, also in diesem Format, wie diese Palette ist, die habe ich alle und die finde ich durch die Bank weg super. Die sind anfängerfreundlich, finde ich. Also damit kann man nicht viel falsch machen, wenn man das sich die Paletten anschaut. Genau, so sieht das Ganze bis jetzt aus. Jetzt gehe ich in die Farbe daneben. Herbarium, glaube ich, heißt es. Da gehe ich auch mal mit dem gleichen Pinsel rein und blende darüber die Kanten ein bisschen aus. Das war auch der Ton, der ein bisschen, ja, nur sehr leicht zu sehen war als Swatch. Das heißt, ich benutze den eher ein bisschen, um auszublenden. Dafür wird er sich dann, glaube ich, ganz gut eignen, weil der jetzt nicht die kräftigste Pigmentierung hat. Aber ich glaube auch so ziemlich, dass das der einzige ist. Deswegen, wie gesagt, nehme ich den einfach dafür, weil letztendlich kann man ja sich selbst auch so gut, wenn man die Shades benutzt, und dafür ist der sehr gut. Soweit, so gut. Dann gehe ich jetzt mit einem Pinsel an den unteren Wimpernkranz. Das mache ich immer schon ein bisschen parallel. Und da mache ich das halt recht ähnlich. Das heißt, ich werde in den ersten Ton reingehen und den komplett am unteren Wimpernkranz auftragen. Und es sieht sehr schön aus. Ich liebe grün, Leute. Ich liebe es. So, perfekt. Sieht das schon gut aus. Dann überlege ich gerade, in welchen dunkleren Ton wir heute gehen werden. Und zwar, ja, ganz ehrlich, ich glaube, wir bleiben direkt in der Reihe und ich nehme direkt den daneben. Das ist die Farbe Fern. Da gehe ich einmal mit dem Pinsel rein, mit einem etwas dünneren, schmaleren Pinsel und gebe das einfach außen ein bisschen auf. Blende das ein bisschen nach innen, aber nicht zu weit. Schön, das ist so ein richtig, das ist so ein richtiges Khaki-Grün. So militärmäßig. Finde ich richtig schön. Ich nehme mir einen ganz dünnen Shader Brush
und gehe auch in dieses Dunkle rein und gebe das hier ganz außen am Rand ein bisschen auf, damit sich das verbindet mit dem unteren Wimpernkranz. So, auch da blende ich aber einmal kurz entlang, aber nur ein ganz bisschen. So, ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt entscheiden wir uns für einen wunderschönen Schimmerton, den ich jetzt noch aufs Lid gebe. Und die sind leider alle wunderschön. Ach, Leute. Komm, bleiben wir uns treu und bleiben in dieser Reihe und nimm den ersten Vegetation. Der? Oder gehen wir lieber den? Ach komm, ich nehme jetzt mal diesen hier. Ich gucke nochmal, wie der aussah. Ja, theoretisch würde ein anderer als Grünton noch besser passen, aber ich möchte den gerne austesten. Und den trage ich mit dem Finger auf. Das geht einfach bei den Schimmertönen am besten. Deswegen mache ich das auch immer. Ich kann damit am besten umgehen. Genau, trage das einfach ein bisschen auf. Und dann sieht das Ganze so aus und das ist wunderschön, finde ich. Wow, ein richtig, richtig schöner Ton. So, ihr Lieben, was ich kann aber direkt schon eine Sache sagen. Und zwar fehlt mir so ein bisschen ein ganz, ganz heller Ton. Also für meine Haut, ich bin wirklich sehr, sehr hell. Ein ganz, ganz heller Ton, den ich so am besten im Inner Corner geben kann. Man kann es theoretisch mit diesen machen, aber mir würde noch so ein richtig, richtig hellgrün fehlen. Da bin ich ehrlich. Ansonsten würde ich den Look jetzt erstmal so lassen. Ich mache mich gerade fertig und dann seht ihr das Endergebnis von dem ersten Look. So, der erste Look ist ready. Ich habe mir noch ein bisschen Lipgloss, kann man sagen, aufgetragen. Und Eyeliner und Mascara. Und ich finde das sehr, sehr schön. Ist für mich so ein natürlicher Look. Klar, nicht für jeden ist grün natürlich, aber für mich ist es so recht. Ist der Look noch sehr dezent, sag ich mal, und sehr tragbar. Hier seht ihr das nochmal einmal. Ich hoffe, ihr erkennt alles gut. Es ist, wie gesagt, jetzt kein krasser Look, ne? Es ist ein einfach zu schminkender Look, ganz klar. Aber ich finde, im Großen und Ganzen sieht das sehr schön aus. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Und im Anschluss, jetzt gleich seht ihr den zweiten Look und ich hoffe, der wird euch gefallen. So, da bin ich wieder zum zweiten Look. Ihr seht, ich bin ansonsten geschminkt, ich muss nur noch die Augen machen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich werde trotzdem ein bisschen Grün einfach mit reinbringen, weil ich es einfach schön finde. Und zwar gehe ich hier in diesen grünen Ton und den nehme ich erstmal in die Crease. Gehe ich einfach mit einem kleinen Blendepinsel rein und gebe das hier grob auf. Muss auch noch nicht super gut verblendet sein. Ich will einfach nur, dass ich da gleich einen Übergang schaffen kann. Weil heute hatte ich ja gesagt, gehen wir mehr in die bräunlichen Töne rein. Und das habe ich auch nach wie vor noch so vor. Aber ein ganz bisschen Grün, da finde ich jetzt bei diesem Look auch nicht fehlen. Weil ganz ehrlich, die Palette gibt es halt einfach her. Und ich liebe halt Grün. Das sieht doch ganz gut aus. Dann nehme ich mir einen anderen Pinsel und ich gehe in die Farbe. Ich glaube, ich gehe mal hier in die Farbe Sludge. Das ist so ein bisschen auch ein wärmeres Braun. Klopfe ich gut ab. Und das gebe ich mir hier außen auf. So. Auch das wieder super pigmentiert, also bei dieser Palette. Oder auch generell bei Cosmic Brushes, die ich habe, die Paletten, die neueren, die sind wirklich einfach unglaublich gut pigmentiert. Also kann man nichts falsch machen. Ich gehe auch mit dem ersten Grünton, den wir hatten, am unteren Wimpernkranz schon mal entlang. So. Auf beiden Seiten. Finde ich auch einen sehr, sehr schönen Ton. Ich finde aber auf dem Auge sieht er ein ganz bisschen anders noch aus als im Fändchen. Dieser hier ist es. Sieht auf dem Auge noch ein bisschen mehr.
keine Ahnung, sieht so ein bisschen aus wie so ein blauer Fleck, der langsam so grün wird. Wisst ihr, was ich meine? Aber jetzt im schönen Sinne natürlich. Aber daran erinnert mich das gerade ein bisschen. So. Das Braun möchte ich aber noch ein bisschen weiter nach innen ziehen. Mit dem Pinsel gehe ich auch komplett einfach so übers Lid drüber. Ganz außen möchte ich jetzt nochmal einen richtig schönen dunklen Ton benutzen. Und dafür nehme ich, glaube hier Murky. Das geht auch ein bisschen ins Grün. Ich glaube, ich mische Murky und Bark. Die beiden Töne. Ja. So, ich bin jetzt in beide Töne reingegangen und gebe das nur hier ganz außen auf, um ein bisschen zu schattieren. So, bin da auch nicht viel reingegangen und trotzdem. Die Farbe ist auf jeden Fall da. So, auch das kurz einmal blenden mit dem Pinsel, mit dem wir das Braun aufgetragen haben. Und jetzt, ich weiß nicht, in welchen Ton wir reingehen. Ich glaube, wir gehen hier in Fungi rein. Und den nehme ich einfach mit dem Finger auf und gebe ihm auch wirklich Lid. Das ist halt, sag ich mal, für mich mit dem Auge jetzt so der dezenteste Ton in der Palette von den Schimmertönen her. Was aber nicht heißt, dass er nicht wunderschön sein kann. Ja, der geht so ein bisschen ins Goldbronze mit so ein bisschen auch Grüneinschlag. Sehr, sehr hübsch ist der. So, und jetzt gehe ich noch mal einmal mit Sludge noch mal rein, in diesen braunen Ton, den wir hatten, um das noch mal ein bisschen hervorzuheben, weil ich finde, so krass braun ist es jetzt doch nicht geworden. Hä? Den Ton will ich noch mal ein bisschen hervorheben. Dann gefällt mir das Resultat eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, man kann das alles noch ordentlicher machen. Es ist jetzt nur ein erstes Testvideo dieser Palette. Da möchte ich das jetzt nicht zu doll in die Länge ziehen. Es geht ja mehr um die Töne und was für Looks man mit dieser Palette kreieren kann. Natürlich kann man auch ganz viele andere kreieren. Aber das wäre erstmal so der Augenlook für heute. Auch hier wüsste ich jetzt nicht, was ich in Inner Corner gebe, weil ja, das finde ich, fehlt für mich halt in der Palette so ein ganz, ganz, ganz heller Schimmerton. Oder auch matt ist auch in Ordnung. Ja, man könnte hier zum Beispiel in Reeds reingehen. Das könnte ich mal einmal machen. Habe ich dafür jetzt einen passenden Pinsel? Den hier nehme ich. Wenn ich da reingehe und mir das in Innenwinkel setze, aber ja, der ist mir auch eigentlich theoretisch nicht hell genug. Ja, macht nicht so viel aus. Ja, das ist diese Palette. Ich finde sie toll, aber ich schminke mich gerade erst einmal kurz zu Ende und dann könnt ihr den finalen zweiten Look sehen. So, ihr Lieben, das ist der zweite finale Look. Auf den Lippen habe ich jetzt einfach so ein Lippenöl gegeben. Passt jetzt nicht perfekt dazu, das sehe ich auch. Aber ist okay, das hatte ich gerade hier stehen. Und das ist der Look. Ich finde es ganz schön, ist jetzt nicht komplett in die bräunliche Richtung gegangen, aber ich mag das halt gerne. Das ist natürlich in dieser Palette dennoch möglich, so ist es nicht. Also hier gibt es auch reichlich komplett natürliche Lidschatten, mit denen ihr das machen könnt. Ich finde das jetzt eine gute Alternative, so ein bisschen das Grün dort mit reinzubringen. Finde ich sehr, sehr schön. Mir gefällt es. Und der andere Look, den wir vorher hatten, der war ja wirklich komplett grün. Ich bin zufrieden mit dem Look. Kann euch diese Palette auf jeden Fall ans Herz legen. Also ihr seht es ja, ihr habt gesehen, wie gut das Pigment auf die Augen kommt. Wenn ihr diese Farben mögt, dann go for it. Also ich finde die Palette jetzt auch nicht sonderlich teuer. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, was sie kostete, aber die kosten immer so um die, ich sag mal so 40 Euro, eher noch ein bisschen drunter, meine ich. Und da kann man echt nichts verkehrt machen.
Das finde ich einen guten Preis für die ganzen Shades, die ihr bekommt und die Qualität. Also ganz, ganz große Liebe und ich werde mir weiterhin jede Art dieser Paletten von Cosmic Brushes kaufen. Das steht fest. Ja, da ist sie. Genau. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht war es informativ für euch. Falls ihr euch überlegt, diese Palette zu kaufen oder ihr habt die Palette, habt sie noch nicht benutzt, dann tut das unbedingt. Genau, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!